Wir sind hier auf einem Server von Floxus. Könnt ihr mal den Kanal besuchen? Ja, ich hab und, das ja, der Server ist von ihm und hier kann man munter fröhlich dann scheinbar bauen und so weiter und so fort. Ich wurde hier eingeladen und jetzt werde ich halt mal sehen, was hier so passiert. Begleite mich einfach auf meiner Reise und wir werden jetzt mal online zu den anderen gehen. Also bis gleich. Hier. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal und zwar Minecraft Aatrox. Was ist Minecraft Aatrox? Wir spielen hier auf einem Server mit anderen YouTubern und wir wollen uns hier gemeinsam einfach eine Welt aufbauen. Die Aufnahme entsteht jetzt etwas später. Wir hatten schon vorhin eine Aufnahmesession gehabt. Allerdings, warum auch immer, hat die Aufnahme einfach irgendwann aufgehört. Es war komplett unvollständig, asynchron, was ich, volles Programm. Und deswegen mache ich hier jetzt einfach mal eine kurze Offline-Aufnahmesession, muss man kurz den Sound runterstellen. Und wir schauen uns jetzt mal hier die Welt an. Also hier kommen wir raus, hier ist der Spawn. Sieht ganz nett aus. So, und das ist das, was wir jetzt alle schon gebaut haben. Hier ist es das erste Haus. Hier haben wir eine kleine Farm. Beleuchtung, Glowstone-Lampen. Und hier ist ein Pferd, aha. Eine Leine zum Anbinden. Na dann. Dann gehen wir weiter. Hier ist ein anderes Haus. Floxianische Miliz. Aha. Also mit denen, die ich hier spiele, sind ein bisschen crazy, aber ein bisschen crazy schadet ja nie. Da haben wir hier links ein Haus von Floxus. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal in Richtung mein Haus. Hier wohnt übrigens Philipp. Und wir gehen jetzt mal in Richtung mein Haus. Da hinten sieht man es auch schon. Hier war ursprünglich auch mal sehr schön. Hier war übrigens ursprünglich auch mal ein Haus. Aha. So, und dann geht es hier lang und von hier aus seht ihr dann schon mein Haus da hinten. Ich bin ein bisschen außerhalb. Aber ich fühle mich hier wohl. Und hier habe ich auch mir schon ein bisschen was aufgebaut. Jetzt kommt hier wieder ein Creeper. Da muss ich mal kurz. Okay. Hier haben wir unser Esel-Pferd. Ah, da sehe ich gerade mein Esel. Wurde schon angebunden. Sehr schön, da bedanke ich mich jetzt schon mal. Und ich habe eine Spinne bei mir im Haus. Und habe jetzt hier. So. Also, das ist mein Haus bis jetzt. Mit einem schönen Blick nach draußen. Hier geht's zum Sonnensteg. Na, sehr schön. Und was ich jetzt. Moment, was wir jetzt mal hier machen ist. Okay, mein Shader-Pack kann ich jetzt nicht aktivieren, das macht jetzt aber auch nichts. Schaut, gehen wir hier rein. Also wir waren schon fleißig. Ich habe jetzt bereits schon eine Stunde hier gespielt und habe hier ein bisschen was erschlossen. Hier Eigentum Ray for B, bin ich. So, ein bisschen was eingerichtet in der Sitzecke. Und hier geht's zur Bathöhle und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mir den Standort für extra so rausgesucht, weil diese Höhle, den Eingang gab es hier so schon. Und da habe ich jetzt einfach hier schon mal
mir jetzt gemacht. Hier habe ich mir eine Farm gemacht. Die werden wir jetzt auch gleich mal abernten. Das gibt mal ordentlich Nahrung. So, dann machen wir hier mal ein paar Samen. Das ist jetzt erstmal primär meine Weizenfarm, aber wir sind ja hier eine Gemeinschaft auf dem Server, das heißt, wenn jemand Brot braucht oder eben Weizen, und da helfe ich dann natürlich aus. So. Ja, ein Gemeinschaftsprojekt mit anderen YouTubern, war bis jetzt schon extrem lustig. Aber ist natürlich auch, auch relativ schwer, weil wir alle auf weil wir alle dann im einen Kanal waren zum Reden. Und da ist es halt auch ein bisschen anstrengender dann. Weil da gibt es ja dann schon den einen oder anderen, der ein bisschen durchdreht. Und ich möchte euch jetzt einfach hier mal das zeigen, was hier so entstanden ist. Und gleichzeitig will ich natürlich... Aha. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Aber es ist egal. Das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ja, und hier geht es dann einfach runter. Die Höhle war so schon mal extrem weit. Also hier hoch und so. Aha. Die Kiste habe ich hier nicht hingebaut. Muss wohl wieder einer in meinem Bunker hier unten gewesen sein. Und hier unten soll halt einfach auch ein bisschen was entstehen. Ja, also die Farm schon mal. Und also es geht hier ewig weit. So. Und hier ging es, glaube ich, auch schon... Ne, hier nicht. Irgendwo haben sie vorhin einen Gang runter gemacht. Ah, hier. Mache ich mal hier kurz eine Fackel hin. So. Waren wir auch vorhin auf der Suche nach Diamanten und so weiter. Und ja, also. Gemeinschaftsprojekt. Ich bin gespannt, wo uns das alles noch hinführt. War bis jetzt extrem lustig und ich denke, dass es auch weiterhin so lustig bleibt. Sehr schön. Ne, Moment. Hier habe ich runtergebaut, weil hier Kohle war. Und da war auch wieder Kohle. Die sammeln wir gleich mal ein. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Es gibt, also man darf hier schon ein bisschen was bauen. Oben eigentlich nur so weit, dass man so sein Häuschen bauen darf und kann. Und hier unten kann ich mir jetzt, kann ich jetzt absolut mich frei bewegen. Oh, cool. Brauche ich, da kann ich dann leveln. Aber die Gänge hier unten, ich meine, man kann überall rein, also es gibt keine Sperrung oder sowas, jeder kann überall rein, aber irgendwo respektiert man natürlich auch das, was der andere gebaut hat, und zerstört es auch nicht. Es gibt jederzeit die Möglichkeit, PvP zu machen, also wir können uns auch gegenseitig umbringen. Und ja, so, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ach, hier sind sie dann fertig. Hier haben sie dann nimmer gemacht. Was sind wir denn hier? Okay. Ja.
Jetzt machen wir aber mal hier. Weil vom Spawn aus haben wir es wesentlich schneller und kürzer, als wenn wir von da hinten. Als wenn wir von dem ganzen Tunnelsystem wieder zurücklaufen. Hier werden auf jeden Fall ein paar Folgen erscheinen von. Wie oft, weiß ich nicht. Wir wollen natürlich auch versuchen. Wer hat denn hier gebaut? Der Adi? Was? Hä? Ja. Wir wollen natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich zusammen aufnehmen. Aber es wird natürlich auch die ein oder andere Session geben, wo ich dann auch alleine aufzeichnen werde. Einfach auch, ja, weil es ja auch irgendwie in meinen Zeitplan reinpassen muss. Und deswegen, so. Einmal Gehirnmasse. So, jetzt produzieren wir hier erstmal eine Runde Brot. Oder kommt einiges raus. Das ist toll. Jetzt muss ich aber gerade noch. Moment. Ah ne, habe ich gar nicht mehr. Okay, gut. Ja, also. Na, also wenn Minecraft erscheint, dann wird es hier sein. Also kein Solo oder sonst irgendwas mehr. Und ich denke, es wird verdammt lustig. Also ich bin da guter Dinge. Und ich hoffe, dass die nächste Aufnahme dann auch klappen wird. Hoffe ich. So, Sand. Jetzt will ich hier gerade mal noch. Habe ich hier irgendwo Holz, dass ich nicht Schwarzeichenholz. So. Und dann kommt hier eine Truhe hin. Dü, 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 dü. Moment. So rum. Und dann wollte ich noch irgendwas. Ah, so. Und dann kommt hier noch. Brauche ich nämlich noch eine Steinhacke. Die kommt hier rein. Und dann haben wir hier unten erstmal alles das, was wir brauchen. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz hoch. Sand weg. Lapis lazuli. Jawohl. Und dann will ich einfach sagen, das war heute die erste Ausgabe Minecraft Artrocks. Ich freue mich. Das ist mein Haus. Sieht schön aus, ne? Kommt nur noch ein Stockwerk oben drüber. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch unter das Video. Kommentiert, abonniert, wie auch immer. Wir sehen uns am Montag wieder. Zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Allerdings könnte es sein, dass die Ausgabe ein bisschen später erscheint. Weil am Wochenende ziemlich viel ansteht. Und ich nicht weiß, wie ich zur Aufnahme komme. Ich habe es leider verpennt, vorzeitig aufzunehmen. Naja, wie das Leben halt so ist. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.